im Anschluss an das Spiel des Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen. Der Endstand hier vor Flutlicht in unserem Wohnzimmer 5:0 vor 2303 Zuschauern. Ich begrüße beide Trainer, Fuad Kilic auf Aachener Seite, Björn Behnert auf WSV-Seite. Wie immer dürfen unsere Gäste beginnen. Fuad Kilic, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, Tag zusammen. Ja, Kommentar, eigentlich kann ich nur kurz und knapp sagen, dass wir eigentlich gut ins Spiel gekommen sind. Das heißt, wir waren griffig am Anfang. Es war schon ganz klar, dass vor allem bei Wuppertal vorne sehr viel Druck ausgeübt wird mit ihren drei Spitzen, also mit zwei Spitzen Zahnsch dahinter, dass wir da auch mal gewillt sein müssen, die erste Linie zu überspielen. Ein, zwei Aktionen vorher war schon, wo ich den Lukas Wilton reingerufen habe, der soll in der Situation auch überspielen. Und wir spielen den Gegner quasi ins Pressing rein und werden eiskalt bestraft. Zweite Standardsituation. Und das dritte haben wir natürlich auch dann, ja, nach der Halbzeit, wo wir uns eigentlich vorgenommen haben, dran zu bleiben, eventuell den Anschlusstreffer zu machen, weil auch Wuppertal es verpasst hat, in der ersten Halbzeit schon mal den Deckel mit dem dritten Tor drauf zu machen. Da hat man immer noch Hoffnung, dass man dann einen Anschlusstreffer erzielt und dann Wuppertal auch dementsprechend ja, ein bisschen mehr Parole bieten kann und auch nochmal zurückkommen kann. Was so uns, also diese Zahlen wurden uns dann natürlich mit dem 3:0 gezogen, wo ich stinksauer bin. Da muss ich ganz klar auch sagen, solange der Schiedsrichter nicht pfeift, kann der Spieler nicht da aufhören und den Gegner zu einem Konter einladen. Das haben wir des Öfteren gemacht. Das heißt, ungezwungen wieder das, was ich eigentlich erhofft habe, als ich die Mannschaft übernommen habe, auch in den letzten beiden Spielen viel besser gemacht haben, ungezwungene Ballverluste. Und dann vor allem Wuppertal mit dem Tempo und mit der Wucht, was sie dann haben, nach vorne einzuladen. Letzten Endes können wir froh sein, dass wir noch in der Höhe verloren haben, wenn nicht das eine oder andere noch kassiert haben. Es gibt einiges aufzuarbeiten und wir müssen den Blick trotz alledem nach vorne richten. Für uns ist klar, dass wir jetzt idealerweise am Mittwoch und Pokal weiterkommen, wo wir unseren Fokus auf Fortuna legen und da versuchen, einen anderen Auftritt hinzulegen und diese Punkte so schnell wie möglich natürlich abzulegen und uns in diesen Bereichen zu verbessern. Dankeschön. Fuad Kilic, vielen Dank. Mele, dein Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal freut mich, dass ihr so voll ist. Ist ja nicht so oft so. Also, schönen guten Abend zusammen. Ja, Fuad hat alles gesagt. Ich kann mich auch in ihn hineinversetzen, weil ich glaube, jeder Trainer war schon mal dann auf so einer Seite, wenn das Spiel so gelaufen ist. Deswegen möchte ich gar nicht viel sagen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der in Euphorie ausbricht. Die Mannschaft hat top gespielt, muss man einfach sagen. Fuad hat es gesagt, wir haben Aachen noch ziemlich lange sogar am Leben gelassen, dass Aachen noch die Hoffnung hatte, weil sie es nicht geschafft haben, dann das 3 oder 4-0 frühzeitiger zu machen. Und dann hat eine Mannschaft wie Aachen definitiv die Qualität noch, um dann noch mal ein Spiel zurückzufinden. Aber wie die Mannschaft das im Moment löst, phänomenal. Also ich sag mal, letzte Woche hat man uns schon gelobt für Freitag. Ich glaube, in Köln, wenn man jetzt über den Platz geht und wenn man sich dann nochmal daran erinnert, was die Mannschaft heute für ein Fußballspiel abgeliefert hat, nämlich alle Attribute, die dazugehören, kämpfen, Fußball spielen, Zweikämpfe annehmen, dann ziehe ich da alle Hüte, die ich habe. Respekt, man hat auch gesehen nach der dann 3- oder 4-0-Führung, dass die Mannschaft weiter gierig war, weiter willig war und noch ein weiteres Tor wollte. Und deswegen glaube ich, ein verdienter Sieg auf der Höhe. Ja, ich wünsche Fuad alles Gute, dem Verein alles Gute. Ich glaube, Alemannia Aachen ist ein Top-Verein. Und ja, wir sind demütig. Wir brechen jetzt nicht in Euphorie aus, weil wir waren in einer ähnlichen Situation. Und ich glaube, mit Fuad hat man den richtigen Mann an der richtigen Stelle, um dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um dann auch die Kurve zu kriegen. Ich wünsche euch alles Gute, Fuad. Ich glaube, ihr bekommt das hin, ihr habt die Qualität und du hast die Qualität ohne weiteres, deswegen da die richtigen Schlüsse rauszuziehen. Heute war es ein schöner Tag für uns, wir freuen uns jetzt. Die Jungs kriegen wie vereinbart nach dem Sieg 2 Tage frei und dann geht es ab Dienstag weiter und Mittwoch ist schon das nächste Pokalspiel. Danke. Danke dir. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Die sehe ich auch nicht. Den Gästen nochmal alles Gute, eine gute Heimfahrt und nachträglich willkommen zurück in der Regionalliga West. Weiter alles Gute und für uns geht es am Mittwoch weiter gegen Viktoria Gorn. Vielen Dank.